Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem Autobahnpolizeisimulator. Ich war ein bisschen überrascht, in der letzten Folge haben wir das französische Fahrzeug mal uns näher angeschaut, haben das mal ein bisschen getestet und die Folge kam überraschend gut an. Ich hätte damit nicht damit gerechnet, aber viele von euch haben sich gewünscht, dass wir auch noch das niederländische Fahrzeug zeigen und dann immer mal so ein paar Folgen machen vom Autobahnpolizeisimulator. Deswegen machen wir heute das niederländische Fahrzeug, schauen uns das mal an, aber nicht alleine, sondern bei mir ist dieses Mal in diesem Let's Play noch der Entwickler dieses Spiels, beziehungsweise der Geschäftsführer von Z-Software, glaube ich, ne? Der Andreas. Stell dich mal gerade vor, ja, und genau. Ja, hallo alle zusammen und ja, ich bin der Andreas und bin Geschäftsführer von Z-Software und ich vertrete jetzt einfach mal das ganze Entwicklerteam hier. Genau, wie viele Leute sind das ungefähr so? Wir sind 5 Festangestellte, aber wir hatten noch einige Hilfe von freiberuflichen Mitarbeitern oder von kleineren anderen Studios, die Teile gemacht haben, wie zum Beispiel UI oder ein paar Fahrzeuge wurden uns auch dazu geliefert. Teilweise Texte oder Videoschnitt wurde mitgeliefert, etc., etc. Ah ja, okay. Also, es stecken einige Leute hinter und genau, wir reden heute einfach mal so ein bisschen darüber, wie es weitergeht mit dem Autobahnpolizeisimulator. Ich nehme jetzt den ersten Auftrag nicht an, sondern lasse euch noch so ein bisschen hier das Auto anschauen. Wir können auch mal das Blaulicht anmachen, sodass das ein bisschen, ja, hübsch aussieht noch. Kennzeichen stimmt auch, ist gelb. Das Update für den Autobahnpolizeisimulator kam jetzt relativ überraschend. Wie kam es dazu, dass jetzt nach so langer Zeit, habe ich das Schichtende beantragt, nach so langer Zeit noch ein Update kam? Ja, wir haben ja grundsätzlich auch die iOS-Version fertig gemacht in der Zwischenzeit. Und das Spiel ist released und kam auch ganz gut an und wir wollten eigentlich wollten sowohl Aerosoft als auch wir auch mal, ja, für die PC-Spieler auch mal was liefern. Und irgendwann war ich bei Aerosoft und es wurde gefragt, ob nicht möglich ist, irgendwie verschiedene Fahrzeuge reinzubringen. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, ja, aber dann machen wir das nicht nur in der Mobile-Version, sondern auf jeden Fall auch in der PC-Version. Und ja, und deswegen haben wir gedacht, ja, machen wir einfach und haben es gemacht. Der erste Teil, also das erste Update ist zumindest erschienen. Außerdem habe ich ja sowieso versprochen, dass wir, habe ich ihm bei euch ja letztes Mal auch versprochen, dass wir, wenn neue Unity-Version soweit ist und besser läuft, dass wir sowieso ein Update machen wegen Performance-Probleme, damit einige Performance-Probleme zumindest beseitigt werden. Und ja, das haben wir ja dann auch integriert. Genau, ihr habt nach dem Release nochmal so ein Update für die Steuerung rausgebracht. Das war auch ganz gut, weil damit konnte man das dann besser steuern. Ging es nochmal mustern, genau so. Und das war ja so das erste Update. Jetzt habt ihr nochmal die Fahrzeuge da rausgebracht. Jetzt ist natürlich die Frage, werden auch neue Fahrzeugtypen kommen oder wird es bei diesem, ich glaube, das ist so ein Passat hier, oder ist das ja so eine Mischung aus Passat und Golf, ne, oder? Es wird leider bei diesem Kombi bleiben, aber es kommen diverse andere Polizeiautos, also Polizeiskins quasi rein. Okay. Ich könnte auch sagen, warum, aber dann könnten einige der Leute wahrscheinlich sagen, der Andreas, der weint schon wieder, ja. Wegen zu viel also Aufwand wir das oder lieber. Sowas. Ja, genau. Also es wird bei diesem Modell bleiben. Werden denn, das war auch noch eine Frage, die oft gestellt wurde, werden denn neue neue Unfälle und sowas dazu kommen? Oder wird es auch da? Eigentlich ist das jetzt nicht geplant, aber wenn diese Frage oft kam, und ich habe heute auch nochmal einige Kommentare gelesen und mir ist in der Tat sind mir ein paar diese Fragen aufgefallen.
Ich werde es mal intern besprechen. Das haben wir halt noch nicht intern besprochen und das würde ich intern besprechen und dann schauen wir mal, was wir da machen können, also wie viel Zeit wir dafür brauchen und wie wir das am besten finden, weil wir wollen auf jeden Fall die Community unterstützen. Die Frage ist halt, wie viel wir uns dann quasi erlauben können, aber ja, wir werden das besprechen auf jeden Fall. Ja, das sind ja auf jeden Fall, das ist ja schon mal ein erster Schritt, weil das war, glaube ich, wirklich, und das wird das Spiel ja auch sehr aufwerten. Das Problem ist ja so ein bisschen am Spiel, das macht schon Spaß am Anfang, aber irgendwann wiederholen sich die ganzen Aktionen einfach nur und dann fehlt so ein bisschen die Langzeitmotivation. Und das habe ich auch immer wieder gelesen in den Kommentaren, dass das halt so ein bisschen, also es kommt nach wie vor gut an als Let's Play, aber ich glaube, wenn man es selbst spielt, dann fehlt einem irgendwann so ein bisschen die Motivation, da weiter zu spielen. Denn es kommen halt keine neuen Inhalte mehr. Und wenn sich das ändern würde, dann wäre das sicherlich nicht schlecht. Ja, bei den Inhalten, da hast du auf jeden Fall recht. Wir müssen halt einfach schauen, wie wir diese Abwechslung eventuell noch irgendwie updaten können, damit das da wirklich noch mehr kommt. Es ist, so wie wir das teilweise aufgebaut haben, ist das an einigen Stellen ja nicht so einfach, neue Inhalte reinzubringen. Das ist ein bisschen unser Fehler gewesen. Das ist das, was wir auch gelernt haben, wie wir bei einem potenziellen neuen Autobahnpolizeisimulator irgendwann, wenn wir den entwickeln, halt wirklich ja, das so verbessern können, dass es halt eben ja möglich ist, einfacher neuen Content auch auf dem Gebiet reinzubringen. War das jetzt schon eine Ankündigung für einen Autobahnpolizeisimulator 2? Ich weiß nicht, ja. Nein, also ich würde es jetzt nicht offiziell bestätigen, aber es ist durchaus, gibt es Gedanken, dass es auch irgendwann mal einen zweiten Teil geben wird, ja. Und neue Inhalte für diesen Teil des Autobahnpolizeisimulators hängen sicherlich auch, das ist ja ein offenes Geheimnis, das musst du jetzt auch nicht bestätigen oder eben auch dementieren, aber es hängt auch immer so ein bisschen von den Verkaufszahlen ab, wie viel Spielraum man da ja hat. Deshalb, ich bin zwar jetzt nicht über die Verkaufszahlen informiert, aber ich nehme an, dass das ja, dass nur ein gewisser Aufwand bei dem entsprechenden Budget möglich ist und davon hängen dann auch immer so Entscheidungen wie zum Beispiel neue Updates vermutlich ein bisschen mit ab. Ja, auf jeden Fall. Hast du richtig zusammengefasst? Nein, das ist genau das, was ist. Genau, die iOS-Version, da wollte ich auch noch mal kurz drauf. Es ist ein bisschen schwierig zu spielen und gleichzeitig sich auf das Interview zu konzentrieren oder das Gespräch mit dir. Ein richtiges Interview ist es ja nicht. Aber die iOS-Version ist der PC-Version ja ziemlich ähnlich, oder? Gibt es da irgendwelche Features, die es vielleicht in der PC-Version nicht gibt, beziehungsweise andersrum? Ja, es gibt ein bisschen beides. Es ist dem geschuldet, dass die iOS-Geräte ja einerseits ein bisschen schwächer sind und andererseits die Spiele auf dem Smartphone oder auf dem Tablet anders steuerbar sind. Es gibt zum Beispiel also ein Feature, was in der PC-Version so nicht drin ist, was aber in der Mobile-Version drin ist, dass man die Unfallskizzen bisschen auch selber mitgestalten kann und die Fahrzeuge richtig positioniert darauf. Also diese Skizze, so wirklich so gezeichnete Fahrzeuge in dem Sinne, Icons hinstellt und dreht und davon, ja, das kann man mit zwei Fingern eigentlich ganz gut machen und das fanden wir passend. Ansonsten sind Features weggefallen, wie zum Beispiel das Rumlaufen. Also man kann dann nur fahren oder mit First-Person-Kamera halt um das Fahrzeug die Kamera drehen bei einer Kontrolle zum Beispiel oder sowas. Da mussten wir die iOS-Version einschränken auf jeden Fall.
2. Also solche Geschichten. Und grundsätzlich kann man bei der PC-Version auch ein bisschen mehr machen, auch mit dem Fahrzeug ein bisschen mehr machen, weil irgendwie war das alles zu viel, was UI angeht und Steuerung angeht. Wir haben da den Funk auch vereinfacht, damit das einfach, ja, sag mal, casualiger geworden ist, damit das auch auf dem Smartphone schneller spielbar ist. Ist das denn, also bis jetzt gibt es das, wenn ich richtig informiert bin, nur für den iOS App Store? Wird das auch für Android kommen oder ist das nicht geplant? Also es gibt, genau, es gibt erstmal gibt es nur für iOS. Wir haben hier Android-Geräte, wo wir auch getestet haben während der Entwicklung, weil das für die Entwickler einfacher war, die Version zu bauen. Und die laufen auch soweit. Was definitiv noch fehlt, ist halt Google Play-Anbindung. Und was definitiv auch noch fehlt, beziehungsweise wo wir uns ziemlich unsicher sind und ein bisschen auch Angst davor haben, ist die Vielfalt der Android-Geräte, wo wir ja ein bisschen Angst haben, dass wenn das Spiel rauskommt, dass wir sehr viel negatives Feedback bekommen, weil das auf irgendwelchen Geräten nicht läuft, die wir hier nicht zur Verfügung haben zum Testen. Mhm. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob's am Ende des Tages irgendwann eine Android-Version rauskommen wird oder nicht. Okay, also das sind vor allen Dingen technische Barrieren, die da noch existieren bei dem Spiel bzw. bei der Android-Version. Fürs Testing, genau. Also das Testen ist das Problem. Und das Sicherstellen, dass es ordentlich auf den meisten Geräten läuft. Ja. Okay, und wenn jetzt, angenommen, ihr wäret jetzt irgendwann mal, ihr würdet jetzt planen, irgendwann mal einen Nachfolger zu entwickeln, rein hypothetisch, würde das dann auch auf der gleichen Engine funktionieren? Oder habt ihr da schon so Grenzerfahrungen gemacht mit der Engine? Oder wie sieht das aus? Ja, also wir haben natürlich mit Unity schon gewisse Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch nicht unser erstes Spiel gewesen. Wir haben auch einige Spiele schon mit Unity gemacht. Und mit dieser Engine kommen wir halt am besten Moment klar, weil wir da sehr viel Erfahrung haben und unsere Tools sind da auch ausgerichtet, was Import-Export angeht, was Datenaustausch angeht, was die Arbeit angeht. Wir haben auch eigene Custom-Scripts, die für Level-Editing bei Autobahnpolizei zum Beispiel geschrieben wurden, etc. etc. Ja, deswegen würden wir in der Tat auch Unity nehmen, vor allen Dingen, weil einiges, was Streaming angeht, wurde in den letzten Versionen verbessert. Was leider nicht ganz so einfach ist, in die erste Version von Autobahnpolizei Simulator zu importieren oder implementieren, weil wir da einen Workaround genommen haben, der eben damit mit diesen ja Improvements einfach nicht funktioniert. Aber ja, wir würden wahrscheinlich Unity nehmen und dann würden wir damit ja die neue Version basteln. Okay, gut, also bei altbewährter Technik bleiben quasi. Genau, genau. Und was macht ihr sonst so, also jetzt vielleicht auch abseits des Autobahnpolizeisimulators so in eurem Entwicklerstudio? Woran arbeitet ihr vielleicht im Moment oder was habt ihr in der Vergangenheit noch so rausgebracht? Also wir haben ja Ende des Jahres History in Letters, das ist unser eigenes Adventure, veröffentlicht. Ansonsten arbeiten wir in der Tat im Moment eher so an kleineren Auftragsarbeiten, wo wir wirklich ja ein bisschen Geld auch verdienen. Es handelt sich um VU-Ports, Portierungen oder PS Vita-Portierung. Auf Android portieren wir sogar, ja, gerade. Aber nichts Komplettes, wo wir sagen können, ja, das ist jetzt soweit, dass wir das präsentieren können. Also wir haben noch natürlich unser anderes eigenes Spiel, wo wir auch noch ein bisschen gebastelt haben, aber die meiste Zeit ist wirklich für diese Auftragsarbeiten draufgegangen. Okay. Und es ist ja, ich habe das eben schon mal angesprochen, meistens dürfen Entwickler nichts zu Verkaufszahlen oder sowas sagen, aber ganz grob, war der Autobahn-Polizeisimulator schon ein Erfolg oder eher nicht so?
Also es ist kein bahnbrechender Erfolg, aber die Verkaufszahlen sehen insgesamt gar nicht so schlecht aus. Es ist, wie gesagt, das ist halt nichts, wo wir sagen können, wir können die nächsten 2 Jahre irgendwie irgendwo in der Karibik verbringen und das auskosten, ja. Aber, und wir als Entwickler erst recht im Moment noch nicht, aber wir hoffen, dass wir dahin kommen, dass das auch ein bisschen quasi Gewinn auch bei uns hängen bleibt. Und ansonsten denke ich, dass ich zumindest sagen darf, dass die Verkaufszahlen gar nicht so schlecht sind. Die sind okay. Nicht so mega geil, aber die sind auch nicht so schlecht. Okay, das ist eine halbwegs präzise Antwort. Wenigstens. Ja, vielleicht, wie gut die Verkaufszahlen sind, hängt ja auch noch ein bisschen von in dem Auge des Betrachters, ja. Also die einen sagen, wow, das ist ja schon ordentlich. Am Ende ist es ja eine wirtschaftliche Sache. Ja, okay, gut. Wenn man das so betrachtet, für uns war es bis jetzt genauso wie vor einem halben Jahr, wir haben halt noch nichts von Top bekommen, aus dem Budget, dass wir das entwickelt haben. Also für uns als Entwickler. Aber ich formuliere es mal so, wir hoffen, dass da was kommen wird, zumindest zum Ende des Jahres, dass wir soweit sind. Okay. Gut, gut. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch vielleicht für so einen neuen Autobahn-Polizeisimulator wünschen würdet, ohne die das Versprechen, das hat Andreas ja ziemlich klar gesagt, ohne das Versprechen, dass es überhaupt sowas geben wird, aber wenn es einen geben sollte, einen neuen Teil, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch da so wünschen würdet an Inhalten, an Unfällen, an Fahrzeugen, an ja, einfach an allem. Das wird sicherlich auch den Andreas ein bisschen interessieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr interessant. Vor allen Dingen gerade wenn man halt über einen Nachfolger nachdenkt und wir kommunizieren ja auch mit Aerosoft und es kommen diverse Vorschläge von uns als Entwickler und von Aerosoft als Publisher, aber es wäre natürlich sehr, sehr interessant auch zu wissen, was die Spieler auch denken. Vielleicht übersehen wir noch was oder vielleicht haben wir irgendeine Idee, die eigentlich keiner haben möchte, ja? Stattdessen sollten wir uns vielleicht auf was anderes konzentrieren. Deswegen ist das sehr spannend, was die Spieler da draußen sagen. Ja, deswegen würde mich persönlich auch interessieren, deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank schon mal an der Stelle an Andreas. Ich hoffe, ich hoffe für euch Zuschauer war das jetzt mit dem Gameplay nicht ganz so schlimm. Ich habe ein paar blöde Fehler gemacht, die mir vielleicht jetzt ohne, wenn ich ein bisschen konzentrierter gewesen wäre, nicht passiert wären. Aber ich denke, die Infos waren ganz interessant und es ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, mit einem Entwickler zusammen so ein Video zu machen. Würde mich auch mal interessieren, wenn sowas öfter mal gemacht werden sollte, vielleicht auch nochmal mit Andreas, wenn ihr irgendwelche Fragen nochmal habt, die ich jetzt nicht gestellt habe. Dann schreibt es auch nochmal gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank dir, Andreas, dass du dabei warst. Und also es hat mich wirklich sehr gefreut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir beide Tschüss. Tschüss. Danke.